Servus bei Let's Play Resident Evil 8 Village. Jo, die letzte Folge, die hatte es doch schon etwas in sich. Wir haben hier so ein paar Lycans and Gentlemen's Nester ausgeräumt. Also eine Festung, relativ gut ausgeräumt. Ich glaube, so schlecht haben wir das nicht hinbekommen. Ja, jetzt geht's da irgendwie weiter. Ich überlege nur gerade, wo war denn das Ganze? Ich habe mir den Weg, glaube ich, noch so ungefähr da merkt. Mitgenommen haben wir ja alles. Alles blau. Ich habe es dann gar nicht so geschaut, wie schaut es denn eigentlich munitionstechnisch aus. Wäre vielleicht doch mal nicht so schlecht, da rüber zu guckseln. Ja, genau. D ist relativ im Eimer gegangen, die Flintenmunition. Wir haben noch gut Munition hier von dann vom Explosions. Gut Munition von der 9mm. Und mittelmäßig Munition vom Scharfschütze, wobei sagen muss. Ja, Scharfschütze hat nicht viel gebraucht jetzt dann in den Level. Schon ein bisschen draußen, aber herinnen Nüsse, weil die waren überall. Über und all. So. Ich glaube, hier geht's jetzt weiter. Hallo? Hallo? Ey, Dude. Was ist denn da? Schießpulver und Magnum-Munition. Wow. Mal komplett nachladen. Nee. Du wirst dir nicht lebendig wie im Vierer Döner. Ja. Den haben sie wohl die Eier gestutzt. Und jetzt geht's bergab. Das geht aber tief bergab. Es geht noch. Oh, was ist da? Metallreste. Es geht noch tiefer bergab. Blindenmunition, nice, nice, nice. Ach komm. Ah, guck mal. Ah, Wasser. Mir fällt da gerade was ein. Unseren lieben Lykanern. Gab es doch mal so einen etwas größeren? Ja, holy mo... Ah, deswegen sind die so zerfressen. Na, Mahlzeit. Alter, ich habe das Nest noch nicht wirklich ausgereichert, ha? Die wenn die ist dann... Ich mag nicht mehr. Oh, eine Schreibmaschine. Hier ist auch eine. Scharfschützen, Explosions... Oh, oh, oh. Wir haben... Pass auf, ich probiere es einmal. Wenn dieser große Big Boss kommt, ja? Dann würde ich ihn gerne mit der Waffe begegnen. Oh shit. Ah, hallo.
Das ist nicht gut. Nein, ist es nicht. Hey, Digga! Ich balle ihn einmal ein Magazin hinein. Ja, wo ist er denn? Ah, da ist er ja! Kuckuck! Servus! Oh, shit! Oh, shit! Ja, nachladen ist eine gute Idee, ja? Wow. Nachladen. Okay, du kannst mich mal. Nachladen. Wo ist denn? Hey, Digga! Hey, Digga! Uah. Ich liebe die Magnum! Okay, ich glaub das. Kristalliner Hammer. Ich liebe den Magnum. Ich glaub, das war der harte Bossfight gewesen, wenn wir den nicht gehabt hätten. Wobei, jetzt sollte ich dann wieder ein bisschen Munition sparen. Hm? Und noch eine erste Hilfe. Okay, ich glaube, ich krieg schon langsam ein Platzproblem. Munitionstechnisch gesehen. War klar, dass ich es. Ja, eindeutig. Auch mit der ersten. Oder wir kriegen ein gewaltiges Platzproblem gerade. Da kann man mal nachladen. Nachladen. So. Das ist halt mit Anschluss schon immer ganz gut, aber. Wow. Die Kristalle. Kristall, Gelbquarz, großes Kristallfragment. Wow. Nicht nur ein Riesenhammer, sondern auch ganz schön. Ganz schön Kohle. Vielleicht können wir jetzt endlich einmal unsere Waffen aufrüsten. Was nutzt mir die ganze Kohle, wenn ich nichts aufrüsten kann? Und da schau her. Hier sind auch Wurzeln. Ist das mit diesem Pilz, wobei, naja, gut, drüben waren eigentlich keine Kristalle in Louisiana. Und ah, hier ist der Schatz. Und sie sind, Evelyn ist auch ein bisschen kristallin geworden.
Wobei nicht so kristallin. Wir haben doch kristalline Schädel, kristalline Äxte, kristalline Flügel. So was haben wir trotzdem auch. Was ist mit den Kristallen? Ist trotzdem etwas anders als. Okay, ich glaube, hier ist dann nur mehr der Flakon. Wie gesagt, ich bekomme ihn. Und wir sind hier nicht in der Fabrik. Ja? Torso. Miranda. Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt. Auf welchem Altar? Okay, also Rückweg ist nicht, glaube ich. Ja, zurückgehen könnte ich eigentlich, aber nee, gehen wir mal weiter. Speichern werden. Na, ich bin hier runtergesprungen dort. Ich komme nicht mehr zurück zur Festung. Ich bin ja zum Endkampf. Bettlein? Was? Guglimons Teller. Guglimons. Moss. Guglimos. Guglimos. Guglimons. Guglimon, digitiert zu. Und ein Boot. Ein Boot. Nein, Schatz, haben wir. Wenn wir wieder im Dörfchen einmal sind, müssen wir nachschauen. Ich glaube, bei Schätzchen sammeln bin ich jetzt ganz gut. Also die Bootsteuerung ist auf jeden Fall beschissener wie im Vierer da. Hier geht's nicht weiter. Aussteigen. Aussteigen, bitte schön. Bitte gleich, bitte sehr. Okay, hier ist die Tier. Also Tier, hier ist ein La. Oh. Oh, ich weiß, wo ich rauskomme. Hier geht's noch weiter. Ich habe was gehört. Ich höre Dinge. Wir sind hier nicht allein. Okay, die kennen wir ja schon von der Lady. Die hat er ja auch. Nur klar, hier ist er. Hier ist wieder elektrisches Licht. Na sicherlich. Flüssige Chemikalien ist nie verkehrt. Das Foto eines Geisterfischs. Kurz guckseln, aber ich glaube. Wenn es so ist, dann ist es der seltene Fisch oder feinster Fisch, glaube ich, der Kassen. Ja. Die Anlegestelle, die kennen wir. Wir sind ja mit dem Boot gefahren, mit der Brunnenkurbel. Und da war so ein kleiner Teich. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das so ausgeschaut hat. Aber I believe,
dass das das ist. Ein Buch? Nein, kein Buch, ein Zettel. Notizen zur Kato-Implantation. Proband 174 bis 181. Sechse, okay. Sind aber noch vier Seiten. Proband 174, Mihai. Merkmal 21, männlich Silberschmied. Narben von einer Lungenentzündung. Ergebnis, geringe Kompatibilität. Kadu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers, Beeinträchtigung der Wahrnehmung. Typische Anzeichen eines Lycans. Auf die Weide geschickt. Proband 177. Dafür welche? Bernadette B. Merkmal 21, weiblich. Na. Keine Beschäftigung, keine Vorerkrankung. Ergebnis? Tod. Proband 181, Alcina D. Merkmal 44, weiblich. Nachkomme Sattelsgeschlecht. Nicht aus dem Dorf. Eine vererbte Blutkrankheit. Ergebnis? Sehr gute Kompatibilität. Kein Wahrnehmungsverlust. Kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Alcina D. 44 weiblich, Nachkomme aus Adelsgeschlecht. Kann das die Lady Dimitrescu sein? Nur eine Frage, weil sie ist ja ein Nachkomme, glaube ich, aus Adelsgeschlechts. Ein bisschen Schluss her damit, man dann da, ich bin so adelig und bla bla bla. Vererbte Blutkrankheit. Vielleicht braucht es deswegen Blut braucht. Kann ihren Körper nach Belieben verändern. Sie hat sich die Krallen so rausgefallen. Ich schnitze dich in kleine Schäppchen, Ethan. Und sie hat sich am Schluss in einen Drachen verwandelt, eigentlich. Gut. Der Fisch hat sich auch verwandelt in irgendwas. Der Moreau. Aber nicht nach Belieben. Und ist sie vielleicht deswegen so groß dann geworden, weil sie sich selbst so groß gemacht hat, um eine üppigere Erscheinung zu sein, so ein bisschen, schaut mich an, ich bin wer, mit, ja, sagen wir mal, zwei Mörder-Depp, die, ja, war nicht so meins. Das ist eine Theorie von mir, vielleicht stimmt sie, vielleicht auch nicht. Könnte mir gerne sagen, ob ich da richtig liege. Wäre eins, aber was mich daran stört, nicht aus dem Dorf. Ja, sie geht aus dem Schloss, na klar. Ja, servus, Digga. Wo kommst denn du her? Hey, Digga. Bleib mal vom Leib, ha? Hey, Digga. Und der letzte ging in die Kugel. Machen wir da groß. Wo kamen die jetzt bitte daher? Crowd, rostige Reste, Crowd. Finde ich alles ganz nice. Hab ich alles. Okay, war nicht so schlecht da unten. War jetzt aber auch nicht da. Also ja. Wo das Wasser herkommt. War jetzt aber auch nicht so der Burner. Ja. Ich kam genau hier raus. Schließ die Tür auf, Ethan! Entriegelt.
Jut. Ich höre, aber sehe nicht. Es. Was war das? Ich meine, ich höre so. Deppert der Ziege gerade? Noch was verändert? Na. No. Okay, irgendwas hat sich da. Eigentlich würde ich nur zum Speichern. Auf die Weide geschickt. Kann da noch irgendwas sein? Frag für einen Freund. Ich schau gerade, ich will gerade schon Schätze und das alles. Da haben wir ja alles abgelootet. Da ist der Altar. Okay. Und Zeremonienplatz. Schatzhammer. Alles abgelootet. Schatzhammer. Obla. Hier auch. Sägewerk, genau. Festungsschatzhammer. So, also eigentlich hätten wir alles da abgelootet. Moros versteckte Waffe. Ich frage mich immer noch, ob es einen Weg gibt. Warte mal. Da war doch irgendwo dieser Hängebrücke Gebirgsstrom. Ah. So dann. Na. Na, vergesst das, vergesst das. Das hat mich halt nur interessiert, ob es da irgendeinen Weg gibt und ob ich Moros Labor in den Bergen noch irgendwie erwische. Ja, wir werden es herausfinden in der nächsten Folge dann. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir haben alle Flakons, aber das wird noch nicht das Ende sein. Denn du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Du lebst noch. Und du lebst auch noch. Aber nicht mehr lange. Ich spüre einen Text wieder zu lang. Okay, ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, Mädel. Ciao, Mädel. Servus mit Volva. Mom, move! Chris? What the hell? Take him away. In life and in death, we give glory. The bell tolls for us all. They're coming again! Mia. Quit being so paranoid. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty.
Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. It's just a local tale. If it's just looking, window shop away.